Das Naturschutzgebiet des kleinen Kösselbachs in Waldkirchen wurde vor 12.000 Jahren nach der letzten Eiszeit von Flechten und Moosen besiedelt, deren Dichte und Vielfalt noch heute ein Charakteristikum des 30 Hektar großen Gebietes ist. Im Tal selber findet man neben den verwitterten, zerklüfteten Felsen der Urgesteinsmasse sogar noch die seltene Flussperlmuschel.